Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Wir sind ja hier letztens ein bisschen in der Ruine von Kakrenzell herumgewandert, nenne ich es mal. Und ja, genau da machen wir jetzt weiter. Nur gerade kurz am Durchtesten. Okay, perfekt. So, Plündern ist immer gut. Gewicht sieht leider nicht ganz so gut aus. Finde ich alle Durchschriften. Die lesen wir auch gleich mal rein. Oh, auch nicht schlecht. So. Objekte, Bücher. Schalidor fängt wahrscheinlich mit Sch an. Das mit S. Ja, hier sind einige. Stopp. Schalidors Erkenntnisse. Okay, vielleicht lesen wir die doch nicht. Das ist von der Perspektive nicht zu erkennen. Echt hübsche Höhle. Sehr luminisierend und magisch. Okay. Stony Creek Cave. Hey, die kommen bekannt vor. Kommen wir jetzt da hier oben raus, wo wir letztens... Ah. Okay, da sind wir letztens nicht hochgekommen, da sind wir jetzt wieder rausgekommen. Perfekt. Das heißt, da brauche ich jetzt auch nicht mehr zu schleichen. Zack. Okay. So. Zack. Machen einen kleinen Schnelldurchlauf. Hier gibt es ja nichts mehr. Okay. Anderes Thema. Hi, Drache. Karte. Nee, das war Magie. Entschuldigung, Karte ist unten. So, ich hätte gern die Weltansicht perfekt. Da oben haben wir noch was. Okay. Ja, Leute, kommt. Machen wir es so. Machen wir eine Schnellreise hoch. Was soll der Geiz? Ich jetzt da hochgesprungen bin, da ist das deutlich kürzer. So. Schauen wir mal. Da ist noch eine Höhle. Die dürfte eigentlich nichts mehr leben, ne? Okay, sind die komischen Vögel. Die machen Geräusche. Entschuldigung, ich war kurz irritiert. Frostwurzelhöhle, okay. Trotz allem die Frage. Entdecke Nunchantuns oder wie auch immer. Ja, dann wird es das wohl sein. Irgendwie. Wir lassen uns überraschen. Okay, sehr hübsche Höhle hier. Sieht noch alles friedlich aus. Da steht jemand. Was denkt ihr, könnte der friedlich sein? Er antwortet ja, aber die Wahrheit ist nein. Komm. Ich bitte dich. Wir sind Profimörder. Eigentlich noch nicht. Die Questreihe haben wir noch gar nicht gehabt. So, schauen wir mal. Gewicht 6 zu Wert 50. Ja. Weiß nicht. 18 zu 75. Ja, okay, kommt. Ist kein Tor, okay. Manche Sachen haben eine Quote.
Okay. Ich muss noch kurz einen kleinen Blick machen. Das läuft nicht hierüber, das sieht man bei Fertigkeiten nur, ne? Genau. Welche Zauberschule? Restoration, also Heilmagie, Veränderung im Prinzip, Conjuration und Illusion. Okay. Warum gucke ich das? Damit ich weiß, was ich so ein bisschen einsetzen kann. Beispiel. Wir haben doch einen Zauber, wo wir die Kontrolle übernehmen können. Vielleicht habe ich den gar nicht mehr aktiv, weil wir schon die Höheren haben. Mind Control. There it is. Ist da jemand? So, ich hänge nur irgendwie, ich kann mich nicht bewegen. Also. Ist das schon alles? So kriegt man auch Illusionen trainiert. Verdammt! Das war schon alles! Ja. Oh. Achso, er kämpft alleine, hoppla. Okay. Tür noch machen kann er nicht, ne? Okay, kann er nicht. So, wie werde ich denn wieder los? So. Okay. Ja, macht ja auch mal wieder Spaß so. Mal gucken, ob der vielleicht schon Rücken zu uns steht. Dann können wir ganz nett unseren Dolch ihm zeigen. Noch mehr mit dem Gesicht könnte nicht zu uns stehen. Okay, das war jetzt nicht der Plan. Da bin ich auf die Taste gekommen, ist aber egal. Ja, du hast ja nichts mehr kommen. Segne das Zeitliche, aber segne mich. Pfeile sind immer gut. Ist gut, gut. Sehr gut. Geht noch. Schrott. Gut. So. Ah, da ein bisschen eingegrabene Truhe. Ja, sehr schön. Und hier der andere Freund. Ah, das Gewicht macht mir, wie gesagt, langsam Sorge. Gehen wir ganz clever hier rein. Ach, da ist nun schon ein Tums, wie auch immer es gesprochen wird. Ich möchte lösen. Betritt die Manufaktur, okay. Der Skiver ist tot. Wir machen den alten Labyrinth-Trick. Immer in eine Richtung halten. Ich bin immer für die... Das ist doch der Ding. Ganz ehrlich, Leute, da wir unsere Magie trainieren wollen, werde ich das jetzt tatsächlich auch so machen. Und zwar, Berührung des Todes ist Schattenmagie, bin ich mir relativ sicher. Drachenhaut bringt mir, glaube ich, gar nichts. Das ist ein Veränderungszauber, den trainiere ich anders. Lebende Rune kann man aber gerne mal raushauen. Was war das? Hi! Lassen wir die Spielchen. Huch. Ist es das, was ihr wollt? Ja. Genau das habe ich gewollt. Sie hat es sofort verstanden, die ist klug. Okay. Genug die Gegner gedisst. Nee, das nicht. Nee, wo ist es da? Nee, dankeschön, verzichten wir. Geht gerade noch. Eben auch noch. Wir kämpfen noch? Von hinten jemand oder was? Tja, jemand sieht uns. Aber wer, weiß ich nicht. Nee. Muss zehnfach am Wein, am Wert. Bei dem mache ich, wie gesagt, eine Ausnahme, weil es knapp an der Grenze ist. Da ist mir mein Falke ins Gesicht geflogen, okay.
Überall Spinnenweben, nicht schön. Bin kein Spinnenfan. Aber gibt anscheinend auch nicht viel zu entdecken hier, also. Wirkt alles relativ leer. So, Bogen, Pfeil, Dolch, was soll's? Gut. Ich hätte auch gedacht, dass sich hier Banditen eingenistet hätten. Und so eine Zwergenruine. Skiver. So. Damit sind die auch hin. Oh, nehmen wir gerne. Interessanter Tod steht da wie so präpariertes Vieh. Kann man das Ding plündern? Nein. Das ist auch nur alle Dekokisten bloß. Langsam habe ich doch die Orientierung verloren. Wir sind so oft schon rechts gelaufen. Wenn man viermal rechts läuft, ist man auch meistens links, ne? Oh, könnt ihr pennen. Aber ansonsten ist hier echt nicht viel los, ne? Was ist das? Huch. Tschüssi. Ich meine, Skiva, ne? Wenn wir von ihren Krankheiten absehen, sind das echt langweilige Gegners. Junge Druckplatten hier? Nein. Sieht doch noch Fall aus, der Raum daher. Das kann natürlich auch vom Spiel jetzt ein Trick sein, dass wir uns hier leichte Gegner entgegenschmeißen. Alter, das ist groß, die ganzen Hallen. Dass wir uns leichte Gegner entgegenschmeißen und uns dann mit einem großen überraschen. Kann natürlich auch sein. Ist noch einer oder eines? Ist der Skiver, ne? Na komm. Komm her. Er hat die Animation ein wenig übertrieben. Da ist dann auch noch ein Hebel. Aber wir halten uns erstmal, wie gesagt, immer rechts. Sonst kommen wir gar nicht mehr klar. Okay, die Tür würde ich sagen, ist nur mit Hebel zu öffnen. Nö. Okay, ganz normal. Ein Fahrstuhl. Okay, den merken wir uns. Wir wollen jetzt auch noch nicht den Fahrstuhl benutzen, sondern wir wollen erstmal gucken, was er sonst noch gibt. Davon abgesehen. Konnte man. Ah, so. Ich wollte gerade sagen. Okay, also anscheinend können wir den Fahrstuhl direkt benutzen. Scheint wohl nichts mehr Spannendes zu passieren. Es sind natürlich Menschen und sagen uns, wir brauchen den Hebel nicht. Aber wir können ja trotzdem mal drücken. Hängen muss. Machen wir das einfach mal. Beschwören, Themaspinnapparatur. Themaspinnapparatur, na mal gucken. Tja. Nichts passiert. Gut, wir fahren jetzt Fahrstuhl. Manufaktur, ne? Da wollen wir doch auch hin. Erkunde die Manufaktur, die du gerade gefunden hast. Okay. Immer rechts lang. Solche Hallen habe ich schon ein paar Mal gesehen, die werden halt oft wiederverwendet.
Was ein schlimmer Spinner? Ich glaube, weil der wirkt unser Zauber gar nicht. Ja, hier ist. Oh, wie heißen sie denn? Gerade ernsthaft, ist das so? Okay. Okay. Gut, ich dachte jetzt, der würde vielleicht lebendig werden. Interessant. Ja, na gut. Ich weiß nicht, ist einfach so. So leer fühlt sich's gerade an. Ich will jetzt auch nicht meckern. Weniger Gegner, kommt man schneller vorwärts, ne? Aber. Gut möglich, dass die alle dann rückwärts kommen. Okay, das sieht aus wie hässlich. Ein Centurio Dynamo Kern. Die sind geil. Ich will ihn mal wachen, da wird schon bald nicht mehr tragen können. Da komm. Komm schon. So, zack. Hier liegt viel Zeug rum. Macht mir Sorgen. Im Prinzip hat alles immer seinen Preis, ne? Die lassen wir mal hier. Nope. Geht aber auch nicht gut. Na gut, was soll's. Was soll die Gier? Uns geht's nicht schlecht. Weil ehrlich gesagt, den ganzen Weg zurücklaufen, habe ich nicht so Lust, den Fall sind. Wir passen gebückt hier nicht durch. Wie groß sind wir? Okay, sei es drum. So, hier sind wir wieder vorsichtig. Untersuche die Leiche nach Hinweisen. Okay. Erstmal heißt die Primäraufgabe, sammle Mana-Steine. So. Sucht alte Artefakte, okay. Ich wollte es gerne lesen, ja. Gut, machen wir gleich. Dietrich, nein. Wow. Was bist du gut ausgerüstet gewesen? Montagebandkonstrukte. Nach meinen Recherchen waren Doramas Konstrukte dazu gedacht, die Räumlichkeiten zu säubern und in Ordnung zu bringen. Klorgie war kreativ, aber schlampisch. Nur Durama konnte seine chaotischen Gedanken verstehen. Die Zentorien und Sphärenfertigung ist zwar irreparabel beschädigt, glücklicherweise können aber die Spinnkonstrukte dieselbe Arbeit erledigen, wenn auch in einem etwas geringeren Tempo. Das Montageband kann durch das Einsetzen eines Dynamos in den Aktuator mit genug Energie versorgt werden, um das Konstrukt herzustellen. Sobald das geschehen ist, kann ich die Hebel im Haus aktivieren, wenn das Konstrukt verschiedene Bereiche des Hauses wieder auf Vordermann bringt. Laut meiner Berechnung soll das pro Bereich nicht länger als einen Tag dauern. Mhm. Ich glaube mal so, das heißt, wir sollen den Reaktor. Oh, okay. Bücher, der Artefakt, Tagebuch, ne? Sucht alte Artefakte, da. Sammle Twema-Zahnräder, ja, die habe ich hier schon gesehen. Okay, Himmelsrand-Expedition, Tag 19. Wir haben zwei ganze Tage damit zugebracht, beinahe blind durch die dunkle Twema-Akkutatoren, den brauchen doch noch, okay. Okay, die Dunkelheit zu stäuben und dann lag es plötzlich vor uns. Nuchuan-Tums, wie auch immer es gesprochen. Hier ist also der Ort, an dem Klorgie und Duramak ihr Heim errichteten. Eins war sie, ist ein gewaltiger Palast, aber der Zeitenlauf und die Vernachlässigung kosteten ihn all seine mechanische Pracht. Dennoch haben wir uns durch diese Entdeckung einen Platz in der Geschichte gesichert.
Himmelsrand-Experimenton sagt 20. Was für ein Nachspin. Zu glauben, dass ich diese mechanischen Puppen so kontrollieren könnte, wie Duramax es einst tat. Laut meinen Aufzeichnungen muss ich einen Tweemasphärenaufseher beschwören und ihn mit folgenden Dingen versorgen. 3 große Zahnräder, 3 Akkutatoren, 1 Einheit Öl. Aber ich bin nur ein Historiker. Die Sprache der Maschinen beherrsche ich nicht. Ich habe zwar herausgefunden, wie man den Aufseher beschwört, über einen Druck auf die seitlichen Knöpfe der Schalttafel, aber ich wüsste nicht einmal, was ein Aktuator ist, wenn er mir auf den Kopf fiele. Nun muss ich erstmal ruhen und meine Kraft zurückgewinnen, ich bin so müde. Okay, jetzt noch 3 Zahnräder und 3 Akkutatoren. Akkutatoren waren ja die Hammer. Einer. Gut, der zählt für uns mit. So ein Schlauch in den Raum, wo wir vor uns waren, jetzt sind überfüllt, das habe ich befürchtet. Will das jetzt aber eigentlich nicht sein lassen. Huch. Haben wir irgendwas, das nicht ganz so wertvoll, aber schön schwer ist? Gebt mir einen kleinen Moment. Da. Fallen lassen. Perfekt. So. Wie ich weiß oder wie ich meine, war hier drüben ja noch einer. Akkutatoren. Irgendwo hier glaube ich einen gesehen zu haben. Da. Bringt den Tweemasphärenaufseher die gesammelten Teile. Ja, wer ist der Tweemasphärenaufseher? Wo ist er? Wir können ja mal ganz clever auf die Karte gucken, ob wir den Raum schon gefunden haben. Mhm. Okay. Angeblich da. Wir schauen mal. So, das wäre meines Erachtens hier. Ach, da! Da sind solche Bereiche dafür. Ich soll vorher machen, dass man sicherheitshalber. Ich weiß nicht, was passiert. Ganz ehrlich, ich werde mich überhaupt nicht an die Quest, die was macht zu haben. Mal gucken, was der Kollege macht einfach. Wo soll hin? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich da beide aktivieren müssen. Ich laufe den jetzt einfach nur her, weil ich das für eine gute Idee halte. Er ist schnell. Was hin? Läuft wieder zurück. Ich hänge. Latsch jetzt einfach nur so rum. Okay, der geht die ganze Sache jetzt einmal ab. Huch, entschuldigen Sie. Ich habe aber erst jetzt keine Lust, die ganze Zeit hinterher zu rennen. Ich kann mit dir reden. Ach so.
Okay, schalte jemanden Faktor ein. Entschuldigt, ich hatte es nicht so verstanden. Ich dachte, wenn er den Knopf drückt, passiert es von alleine. Okay. Mein Fehler, mea culpa, sorry. Erschaffe eine Thema-Spinnenreparat. Ein Thema-Spinnenreparat, das ist ja auch sehr. Nehmen wir nur Sachen mit, die wir wirklich gut tragen können. Oh, ein Mischding, die kann man nicht hier liegen lassen, sorry. Gut, wir sollen so einen erschaffen. Die Frage ist wie. Okay, da drüben. Geht das wohl? Hier einen Knopf oder so vielleicht drücken. Da unten waren ja so gute Sachen. Vielleicht geht's da. Das hier ist nix. Zumindest nicht sichtbar. Ach komm, was soll's. Einfach runterjumpen. Da ist ein Knopf. Das ist ein schöner Spinner, aber ich glaube, die zählt auch, ne? Ich schwöre den schweren Schimmelreparateur, um einen Bereich des Hauses zu haben. Ja. Sitz habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Ich glaube, die Karte wird bei der Quest unser bester Freund. Anscheinend müssen wir wieder runter. Huch. Wow, und Licht ist echt dunkel. Kleinen Moment. Zack. Kurz orientieren. Da. So. Nein. Ja. Ah, da drüben. Was haben wir hier dann noch? Ich würde den Schema spinnen. Okay, also pass auf, wir machen jetzt folgendes. Das ist ja der Ausgang. Ich gehe jetzt raus, verkaufe ein paar Sachen. Und wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde geschafft, ein bisschen weniger. Aber wir machen beim nächsten Mal dann am besten da weiter, wenn ich wieder ein bisschen leer bin. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt. Ich hatte auf jeden Fall. Und dann sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!